Er gilt als radikaler Tieraktivist und vertritt eine klare Meinung über Tiere in Gefangenschaft. Tiere sind Wildtiere, die gehören in die Freiheit und die kann man eben nicht artgerecht halten. Diesmal geht er mit einer Undercover-Mission gegen einen skrupellosen Tierverkäufer vor. Der Tieraktivist will diese 3,5 Meter lange Schlange retten. Doch die Situation ist unberechenbar. Mich hassen natürlich diese illegalen Tierhändler, wenn ich das Geschäft kaputt mache. Ich bin über 50 Mal angegriffen worden, sodass ich ins Krankenhaus oder zum Arzt musste. Sie hingegen pflegt Tiere in Gefangenschaft und ist mit ständiger Kritik von Tieraktivisten konfrontiert. Ich verstehe auch Leute, die Probleme mit eingesperrten Tieren haben. Aber ich sehe eben, dass es wichtig ist, Tiere zu erhalten und nachzuzüchten. Für die Tierpflegerin ist ganz klar, Zoos sind für den Tiererhalt unabdingbar. Wenn man einfach immer mehr sieht, dass immer mehr Tierarten aussterben und das ist alles menschengemacht. Es ist so wichtig, dass wir versuchen, das irgendwie ja, wieder auszubaden und wieder gerade zu bügeln. Zwei Menschen, die sich aufopfernd für den Tierschutz einsetzen. Dennoch haben sie völlig unterschiedliche Ansichten über Tiere in Gefangenschaft. Also, dass man Tiere aus der Natur nimmt, um sie einzusperren, ist halt ich grundsätzlich für Quatsch. Ja. Ne? Dass man wirklich Wildtiere einfängt. Unterschiedlich. Ob sie trotz ihrer Meinungsverschiedenheit einen gemeinsamen Nenner finden? Jetzt in Seitenwechsel. Die Welt mit anderen Augen sehen. Tiere in Gefangenschaft. Seitdem es Menschen gibt, halten sie Tiere. Knapp die Hälfte aller deutschen Haushalte hält ein Haustier. Dazu kommen Millionen von Nutztieren, Tiere zum Vergnügen, Tiere, mit denen Menschen Geld verdienen. Aber werden all diese artgerecht gehalten? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Immer wieder geraten dabei auch Zoos in den Fokus der Diskussion. Einerseits würden ohne Zoos manche Tierarten überhaupt nicht mehr existieren. Andererseits wird die Forderung laut, kein Tier gehöre hinter Gitter. Nele Österreich ist seit 9 Jahren Tierpflegerin im Wildpark Schwarze Berge, südlich von Hamburg. Regelmäßig muss sie sich gegenüber Zookritikern rechtfertigen. Das heißt, unsere Schafsdame hat 2 kleine Lämmer geboren, ein Jungen und ein Mädchen. Sean und Katharina haben wir sie genannt. Und die wollte ich mir jetzt einmal angucken, ob es denen auch gut geht und die fit sind und Mama sich gut gekümmert hat. Da muss man ja mal nachgucken. Vor gerade mal 14 Stunden sind 2 kleine Bentheimer Landschafe geboren. Eine Rasse, die auf der Liste der gefährdeten Tiere steht. Die sind ganz aufgeregt, alles ist neu. Jetzt bin ich hier auch noch drin. Aber ansonsten sieht das super aus. Die laufen beide, beide sind unterwegs. Beide haben dicke Bäuchlein, das sieht man immer ganz gut, dicke Bäuchlein. Also wenn die ein bisschen gefüllt sind, das ist hier noch die Nabelschnur, die runterhängt. Dicke Bäuchlein bedeuten halt, dass sie die Milchquelle schon gefunden haben. Das ist also auch immer ein ganz wichtiges Zeichen. Hallo, ich bin nicht Mama. Nicht deine zumindest. Sie sind neugierig und aufgeweckt, das sieht alles richtig gut aus. Und Mama frisst, das ist auch wichtig. Und ja, das sind also 2 weitere der wenigen tausenden Bentheimer Landschafe, die hier jetzt bei uns wohnen. Nele Österreich fühlt sich beim Anblick des Nachwuchses in ihrer Arbeit bestätigt. Gegen Zookritiker hat sie sich im Laufe der Jahre ein dickes Fell zugelegt. Ich verstehe auch Leute, die Probleme mit Zoos oder wie sie es nennen, eingesperrten Tieren haben. Ganz eindeutig, aber ich sehe eben den anderen Aspekt dahinter, dass es wichtig ist, Tiere zu erhalten und nachzuzüchten und vor allem viele Besucher und viele Menschen hier reinzubekommen, um Tiere kennenzulernen, weil nur was man kennt, das kann man auch schützen. Das sieht Tieraktivist Stefan Klippstein jedoch völlig anders. Zoos findet er grausam. Doch bevor er in die Diskussion mit der Tierpflegerin geht, hat er eine andere Mission. Regelmäßig befreit er Tiere aus illegalem Handel. Nur ein paar Mausklicks im Internet zeigen, wie nötig das ist. Das ist hier eine Plattform. Da kann man Autos verkaufen, Autoreifen, gebrauchte Kinderkleidung. Alles Mögliche wird dort angeboten, darunter natürlich auch alle erdenklichen Haustiere oder sogenannte Haustiere, wie auch Reptilien und exotische Tiere. Eine gigantische Masse, vor allem exotischer Tiere, wird jedes Jahr nach Deutschland importiert. Zum Teil illegal. Hier verbreiten Privatpersonen sie unkontrolliert in Deutschland. Und das ist ja halt das große Problem beim Onlinehandel. In einem Tierheim oder einer Zoohandlung gibt es eine gewisse Beratung. Hier gibt es das gar nicht.
Und es werden zum Teil ja auch Tiere verschenkt. Hier, wenn die Halter überfordert sind, setzen sie rein, verschenken die oder verkaufen hier Tiere für 10 Euro das Stück. Sein heutiger Online-Fund ist aber sogar für den erfahrenen Profi ein Extremfall. Ich habe jetzt hier eine Tigerpython gefunden, 3,5 Meter lang, die im Internet für 300 Euro verkauft wird. Das Tier muss bis Samstag nächste Woche abgeholt werden, weil das Terrarium verkauft wurde. Also man verkauft doch nicht erst das Terrarium und dann sucht man Platz für das Tier. Bemerkenswert ist, dass das Tier in Berlin angeboten wird. In Berlin ist die Haltung von Schlangen, die über 2 Meter groß sind, verboten. Das heißt, diese Schlange dürfte sich gar nicht in Berlin befinden. Start einer besonderen Befreiungsmission. Der Tieraktivist geht jetzt routiniert vor. Ich würde jetzt den Händler einfach mal kontaktieren. Er hat hier eine Handynummer angegeben. Das ist auch ein Klassiker beim Onlinehandel. Und guten Tag. Ich habe gerade Ihre Anzeige gesehen. Ist die Schlange noch zu haben? Fragezeichen. Dann gebe ich natürlich meinen falschen Namen an. Ich nenne mich jetzt Robert. Sage, ich bin der Robert. Und dann wird er relativ schnell antworten. Als würde es um die Abholung eines gebrauchten Fernsehers gehen. So verhandelt der Händler über ein Lebewesen. Stefan Klipstein will die 3,5 Meter große Schlange retten. Nele Österreich trägt als sogenannte Revierleiterin große Verantwortung im Wildpark Schwarze Berge. Im Zoo stehen Umbauarbeiten im Wiesentgehege an. Die 38-Jährige möchte es den Tieren hier so angenehm wie möglich gestalten. Wiesente! Kommt ihr noch mal rein? Die Wiesente sonnen sich ganz schön, aber wenn wir auf die Anlage wollen, dann müssen die jetzt mal reinkommen, weil das doch sehr gefährliche Tiere sind. Und wenn ich hier gleich auf die Anlage rauffahre mit großem Gerät, ist das vom Ding her kein Problem. Das greifen sie in der Regel nicht an, aber ich muss ganz hinten einmal rauffahren. Da hinten ist das Spielzeug, wo wir ran wollen. Die Wiesente liegen Nele Österreich besonders am Herzen. Einige der Tiere sind hier unter ihrer Pflege aufgewachsen. Für die Tierpflegerin immer wieder ein herzerwärmendes Gefühl. Es ist nämlich ausschließlich der Zoohaltung zu verdanken, dass diese Tiere überhaupt noch existieren. Das letzte freilebende Wiesent wurde vor knapp 100 Jahren erschossen. Das heißt, man hat natürlich damals nur noch einige wenige Tiere aus zoologischer Haltung gehabt von diesen Wiesenten, aus denen alle Nachzuchten entstanden sind. Das waren also insgesamt 12 Tiere, aus denen alle unsere jetzigen Wiesente entstanden sind. In Polen gibt es ein großes Reservoir, wo die Tiere wieder rumlaufen, nahezu in freier Wildbahn. Und bei uns ist auch vor einem Jahr ungefähr, ist Vajana, hieß sie, eine Kuh von uns, auch tatsächlich in die Ausbildung nach Polen gegangen. Das ist natürlich ein ganz tolles Gefühl, wenn man einfach immer mehr sieht in unserem Zeitalter, dass immer mehr Tierarten aussterben. Und das ist alles menschengemacht. Das sind wir, die alles kaputt machen, die Wälder abholzen, die die Natur zerstören und eben auch Tierarten, seien es so große Tiere oder eben auch Insekten, Vogelarten, egal was. Und es ist so wichtig, dass wir versuchen, das irgendwie ja wieder auszubaden und wieder gerade zu bügeln. Das ist für mich eine sehr wichtige Sache und auch das, warum ich diesen Beruf wirklich mache. Viele, sogar einheimische Tierarten, würde es ohne Nachzucht in Gefangenschaft gar nicht mehr geben, sagt sie. Für das Wohl ihrer Liebsten scheut Nele Österreich keine Mühen. Unser Job besteht nicht zu 100% aus Tiere streichen und auch nicht zu 50% und auch nicht zu 30%, sondern vielleicht zu 3% so am Tag. Der Rest ist sauber machen, Futter zubereiten, ein Auge auf die Tiere haben natürlich. Damit die Wiesente ihr Winterfell abwerfen können, will ihnen Nele Österreich eine neue Bürste bauen. Dafür hält der Vorsatz einer ausgemusterten Straßenkehrmaschine her. Ob die bedrohte Tierart damit etwas anzufangen weiß? Stefan Klipstein auf dem Weg, eine 3,5 Meter große Schlange aus illegalem Handel zu befreien. Dafür hat er sich als Interessent zum Kauf einer Tigerpython ausgegeben. Das Treffen mit dem Verkäufer soll in einem Restaurant stattfinden. Hier soll die Schlange übergeben werden. Klipstein wirkt angespannt und nervös. Also hier muss das jetzt irgendwo gleich schon sein. Und ganz wichtig ist immer bei meinen Einsätzen, dass ich erstmal davor schaue, wo ist das überhaupt, was ist das für ein Objekt, wo kann man parken, wo kann der Täter vielleicht fliehen oder wo wird er wohl auf mich warten. Jetzt soll das hier ja in einem Lokal sein. Ein Restaurant als Übergabeort ist auch für den erfahrenen Tieraktivisten äußerst dubios. Er wittert eine Gefahr. Es gibt ja auch Händler, die Fallen stellen oder falsche Adressen geben oder
unklare Örtlichkeiten sind, wo man sich dann schwer findet. Deswegen immer ganz wichtig, vor Ort quasi erstmal die Lage checken. Ist er wirklich unter der angegebenen Adresse? Also so wie die Polizei das quasi machen würde, wenn sie jetzt einen Straftäter überführen möchten, zum Beispiel beim illegalen Drogenhandel oder Waffenhandel, so arbeiten wir Tierschützer auch. Der Tieraktivist lässt vor jedem Einsatz größte Vorsicht walten. Denn häufig wurde er in der Vergangenheit bei Rettungsaktionen körperlich attackiert. Mich hassen natürlich diese illegalen Tierhändler, wenn ich das Geschäft kaputt mache. Ich bin über 50 Mal angegriffen worden, sodass ich ins Krankenhaus oder zum Arzt musste. Ich war mehrfach stationär im Krankenhaus, mir hat mein Zahn ausgeschlagen, mir wurden zwei Rippen gebrochen, mit dem Totschläger angegriffen, ich bekomme Morddrohungen, ich muss verdecken, wo ich wohne, weil ich eben bedroht werde, ich werde beschimpft. Also das ist eigentlich mein tägliches Brot. Deshalb brieft der Profi auch unser Team. Für einen erfolgreichen Einsatz erfindet er eine entsprechende Legende, damit der Händler keinen Verdacht schöpft. Ich habe jetzt vorgegeben, dass ich mit meiner Freundin komme. Also wir würden das Pärchen nehmen, kommen aus Hamburg, möchten die Schlange kaufen, abholen. Dann will er uns mit uns noch was essen, trinken dort. Das ist alles sehr merkwürdig. Und dann müssen wir einfach vorsichtig vorgehen. Und ich würde ihn so ein bisschen gezielt zu der Schlange ausfragen. Und dann müssen wir einfach sehen, was wir vor Ort vorfinden. Man weiß nie, was einen erwartet. Aber ich denke, es ist eigentlich eine sichere Geschichte. Die Schlange ist da, hat mir gerade meine Sprachnachricht geschickt. Ist hier schon da, sicher verpackt. Und befindet sich jetzt schon hier im Lokal. Wir sagen, gehen wir direkt hin. Ja. Unser Team begleitet ihn auf der gefährlichen Mission. Was ihn konkret erwartet, das weiß er nicht. Auch wie der Händler auf die Falle des Aktivisten reagiert, ist ungewiss. Ausgestattet mit moderner Überwachungstechnik betritt er mit dem Kamerateam den ungewöhnlichen Übergabeort. Hallo, gehört er dazu? Ja, genau. Ist unser Berliner Bekannter, genau. Oh, seid ihr zu dritt? Ja. Also nur jetzt? Ja, genau. Er fährt dann nachher weiter. Okay. Der Händler hatte nur zwei Personen erwartet und scheint skeptisch. Doch wir können uns rausreden. Er kauft auch unsere Tarnung ab und kommt direkt zur Sache. Mitten im Gastraum eines Restaurants präsentiert er das gefährliche, 3,5 Meter große Tier in einer einfachen Plastikbox. Warum kannst du den mal halten? Naja, das Terrarium ist schon verkauft und ich hatte noch ganz viele andere Schlangen. Und meine Frau, was soll ich sagen, die hat einfach Angst davor. Aber eigentlich ist sie ganz handsam. Aber Handling ist also quasi überhaupt kein Problem. Naja, also wenn sie satt ist, ist es überhaupt kein Problem. Aber wenn sie Hunger hat, kann sie auch schon mal aggro werden. Dann biegt sie sich wie so ein klassisches S. Aber macht dann auch so zzzz. Wir hoffen, dass die Box der riesigen Schlange standhält. Und, dass die Schlange gefährlich ist, unterstreicht der Verkäufer nochmal deutlich. Wenn sie dann zubeißt, wird's gefährlich. Die Zähne sind schon rasiermesserscharf. Die kriegst du ohne Hilfe nicht mehr raus. Aber mach dir mal keine Sorgen. Ich habe ihr extra vor 3 Tagen 5 Ratten gegeben zur Beruhigung. Normalerweise bekommt sie aber 10 Ratten im Monat. Der Verkäufer erzählt, dass er die Schlange selbst ohne Papiere gekauft hat, als sie gerade mal 1,5 Meter groß war. Nun wächst sie ihm über den Kopf, sagt er. Für 300 Euro will er sie verkaufen. Also du wirst auf jeden Fall deinen Spaß mit ihr haben. Damit der Verkäufer keinen Verdacht schöpft, gibt Stefan Klipstein vor, dass er Geld holen muss. Währenddessen wartet das Kamerateam beim Verkäufer. Die Schlange dürfte hier in dem Lokal niemals sein und verkauft werden. Deswegen alarmiere ich jetzt die Polizei, dass die Schlange beschlagnahmt wird. Und hoffe, dass die Polizei gleich kommt. Wird die Polizei Stefan Klipstein helfen? Und wie reagiert der Schlangenhändler, wenn der Tieraktivist seine wahre Identität preisgibt? Bevor Nele Österreich später noch Stefan Klipstein mit seiner radikalen Meinung gegen eingesperrte Tiere im Wildpark empfängt, möchte sie sehen, wie ihre Wiesente auf die neue Fellbürste reagieren. Lesen erstmal Zeitung, wie Hunde das machen, wenn die spazieren gehen. Ah, oh, entdeckt, das ist anders. Und der Besen wird angeglotzt. Fast schon mütterlich kümmert sie sich um die Tiere hier. Die Tierpflegerin findet in ihrer täglichen Arbeit absolute Erfüllung. Ich brauche das hier. Das ist spannend und interessant. Und jeden Tag neu und jeden Tag anders, als man es erwartet. Letzter Tagespunkt, eine öffentliche Waschbärfütterung. Auf dem Weg zum Gehege schaut sie nur kurz bei ihren anderen Fellfreunden nach dem Rechten. Die tägliche Kontrolle ist nämlich ein wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit. Sana! Ach, da bist du schon. Hallo Sala. Ja.
Hallo Sana. Hallo. Richtig gut. Nach Wiesent. Die beiden Bären sind in einem Zoo in Finnland geboren und wurden hergebracht, um für den Fortbestand zu sorgen. Denn auch Braunbären gibt es nur noch selten. Angekommen bei den Waschbären und Marderhunden, erklärt die 38-Jährige den Besuchern, wie wichtig Tier- und Artenschutz ist. Es sind nämlich beides Tierarten, die auf Pelztierfarmen gehalten werden oder wurden. In Deutschland gibt es zum Glück inzwischen keine mehr, aber in vielen anderen Ländern eben noch. Also das sind Tiere, aus denen man Mützen, Mäntel, Schals verarbeitet, macht und ja, die da eben gezüchtet und gehalten werden. Und das ist natürlich nicht schön. Und tatsächlich auch oftmals, da wird der Käufer oftmals sehr getäuscht, auch wenn Kunstfell drinsteht, ist ganz oft ein hoher Anteil Marderhund noch drin, weil die Produktion von Marderhund tatsächlich günstiger ist als die des Kunstfells. Also ganz genau darauf achten, wenn man kein Tier tragen möchte, dann ja, muss man sich das genau angucken. Gleich wird die Tierpflegerin den Tierschützer Stefan Klippstein empfangen. Und der ist klar gegen Tierhaltung im Wildpark. Nele Österreich aber arbeitet hier jeden Tag voller Überzeugung und ist auf den kontroversen Austausch eingestellt. Ich habe meinen Beitrag geleistet zum Erhalt einiger Tierarten und habe im besten Falle noch einige Menschen schlauer nach Hause geschickt. Tieraktivist Stefan Klippstein bekommt endlich Unterstützung von der Polizei. Eine 3,5 Meter Python in einem Restaurant mitten in der Stadt. Das können auch die Beamten kaum fassen. Der Tieraktivist gibt seine Tarnung auf und konfrontiert den Schlangenverkäufer. Die Haltung der Schlange ist in München wie in Hamburg, wo sie hinverkaufen wollte, explizit verboten. Die Schlange dürfte nicht in Berlin gehalten werden mit einer Länge von 3,15 Meter. Für die Polizei ist hier, um die Schlange zu beschlagnahmen, ja, und dem Tierheim zuzuführen, weil das ein illegaler Tierhandel ist, ohne Papiere. Sie hat ja selber gesagt, dass sie keine Papiere mehr haben. Von Einsicht keine Spur. Sorge macht sich der Verkäufer offenbar weniger um das Tierwohl als um sein Geschäft. Gerade das macht den Tierschützer stinksauer. Bevor der Streit mit Stefan Klippstein eskaliert, schlichtet die Polizei. Wir haben die Gefahrentierverordnung hier. Ich würde das hier einmal ganz kurz unterbrechen, weil das ist auch für Sie wichtig. Rechtlich belehren brauche ich Sie ja schon fast gar nicht mehr. Der Tatbuch, der wurde mir ja schon von den Herren gemacht. Die Polizei beschlagnahmt das Tier. Währenddessen organisiert Stefan Klippstein einen Platz im Tierheim, in dem die Schlange zunächst unterkommen kann. Den Verkäufer interessiert der Verbleib seiner Schlange offenbar nicht. Er sorgt sich ausschließlich um seinen eigenen Ruf. Ob es dem Tier gut geht, war im Grunde egal. Und dass auch andere Leute das jetzt ausbaden müssen, das Tierheim, das randvoll ist, mit mehreren hundert Reptilien, eigentlich gar keinen Platz mehr, bis seine Schlange aufnehmen muss, das hat für ihn keine Rolle gespielt. Seine privaten Befindlichkeiten standen eindeutig über den Interessen seines eigenen Tieres. Einer von vielen Einsätzen geht erfolgreich zu Ende. Für Tieraktivist Stefan Klippstein ist es ein zermürbender Kampf, Tiere aus Missständen zu befreien. Das mache ich seit über 25 Jahren und werde ich voraussichtlich den Rest meines Lebens auch weitermachen. Wenn man einmal dieses Leid der Tiere gesehen hat und wie mit den Tieren umgegangen wird, kann man gar nicht mehr anders. Würden wir es nicht machen, wir Tierschützer, wären die Zustände noch viel, viel schlimmer. Und die Tiere können ja nicht für sich selber sprechen. Und deswegen denke ich, wird das oder ist das von klein auf meine Lebensaufgabe, die mir zugeteilt wurde. Und die führt ihn heute auch direkt zur Tierpflegerin Nele Österreich. Der Tieraktivist ist grundsätzlich gegen Tiere in Gefangenschaft, vor allem bei Wildtieren. Die Tierpflegerin hingegen ist überzeugt davon, dass Zoos unabdingbar für Arterhaltung sind. Beide gehen keiner Diskussion aus dem Weg. Ich spreche grundsätzlich mit jedem. Und wenn ich als Tierschützer was verändern möchte, dann muss ich auch natürlich mit Leuten, die mit Tieren arbeiten, im Tierpark sprechen. Ich weiß eben, dass wir viele Dinge tun, die unglaublich wichtig sind für den Artenschutz und für den Arterhalt vieler Tierarten. Ja, von daher glaube ich nicht, dass man Zoos generell verurteilen sollte. Komm einfach mal rein, ja? Pass einmal auf, hier Stromzaun. Okay, ja. Ich komme einfach mal rein. Ja. Ja, hallo. Ja, ich bin Stefan. Nele, moin. Du bist hier die Tierpflegerin. Genau, quasi. Ich bin die Tierpflegerin oder eine der Tierpflegerinnen hier im Wildpark. Und du wolltest mir ein bisschen helfen beim Füttern. Ja, genau. Sollen wir dir einfach mal was geben? Ja, lass uns mal. Mal gucken, es ist ein bisschen matschig hier durch die Banane, aber. Die beiden begegnen sich respektvoll. Doch sie wissen, dass sie völlig unterschiedlicher Meinung sind. Dann spricht der Tieraktivist Klartext.
Dass, das man, ist, dass man Tiere aus der Natur nimmt, um sie einzusperren, ist halt ich grundsätzlich für Quatsch. Ja. Ne? Dass man wirklich Wildtiere einfängt. Unterschiedlich. Ja, so. Unterschiedlich. Manchmal muss man eben zur Arterhaltung. Wir haben ja nun mal auch viele bedrohte Tierarten. Also bei uns haben wir zum Beispiel das Wiesen, was nachgezüchtet wurde und in Zoos gezüchtet werden muss, damit man diese Art erhalten kann. Ja. Dafür sind Zoos eben auch da. Und bilden die aber Tiere dann aus, weil sie hier geboren worden sind. Und dann werden die quasi wieder in der Natur entlassen. Genau. Das überzeugt auch den Tieraktivisten. Grundsätzlich aber ändert das noch nichts an seiner Anti-Haltung gegenüber Wildtieren in Gefangenschaft. Es ist aber die Frage, ob man die überhaupt artgerecht halten kann in einem Tierpark, ob das den Tieren so gut tut quasi. Die Tiere, das sind alles Tiere, die nicht der freien Wildbahn entnommen wurden. Das heißt, die sind so aufgewachsen, die sind domestiziert. Ein Waschbär, den man in freier Wildbahn antrifft, der wird sich ja niemals so verhalten. Und das ist sicherlich was anderes, ob man jetzt einen Wolf aus der freien Wildbahn entnimmt und in ein Gehege packt oder ob man Tiere, die da drin groß geworden sind, die seit Generationen in Gehegen gehalten wurden. Wollen wir noch mal in ein anderes Gehege gehen? Ich muss zum Abschluss noch mal ein bisschen sauber machen bei den Eseln, dann kannst du die noch mal kennenlernen. Ja, ist auf jeden Fall eine angeregte, interessante Diskussion. Und man sieht, glaube ich, dass so ein paar Verbindungspunkte auch tatsächlich da sind. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich bei mir immer so ein Unbehagen, Wildtiere in Gefangenschaft zu sehen. Eine erste, vorsichtige Annäherung ist geschafft. Den Kern ihrer Meinungsverschiedenheit haben sie noch nicht diskutiert. Zunächst finden sie aber sogar einen kleinen gemeinsamen Nenner. Da sage ich zum Beispiel, ne, dass über solche Tiere zu halten, habe ich gar kein Problem mit. Ja. Die kann man artgerecht halten, die sind so gewohnt, die mögen den Menschen, die kennen das ja seit Jahrtausenden. Unsere Bären mögen uns auch. Aber die sind halt Wildtiere. Ich glaube, wirklich, dieser Instinkt ist trotzdem drin. Und die wollen jagen, Fische fangen, große Strecken laufen. Ja. Und ich finde, man sieht es ja oft, dass sie Verhaltensstörungen quasi zeigen in Zoos und Tierparks. Das stimmt. Denn solche Verhaltensstörungen beobachtet der Tieraktivist regelmäßig in deutschen Zoos. Aber so Ei steht zufrieden, dass wir den Lebensraum zerstören und dann sagen, wir müssen Pandas in Berlin im Zoo halten, um die Art zu erhalten. Ist total zufrieden, genau. Aber als Tierschützer weiß ich nicht, ob es mir nicht lieber wäre, wenn die Tiere ganz hart überspitzt sagt, sie aussterben, wie dass sie verhaltenszerstört am Bahnhof Zoo sitzen, wo sie einfach nicht hingehören. Das ist dann vielleicht Ansichtssache, Ein Tier gehört dorthin, wo es ursprünglich lebt. Ja. Die Natur hat sich ja was bei gedacht, warum der Tiger in Asien lebt, der Löwe in Afrika und ein Panda hat halt. Aber die Natur hat den Menschen nicht eingeplant und der Mensch macht alles kaputt. Und das ist das, was wir versuchen wieder auszubaden. Den Einfluss des Menschen auszubaden, zumindest in diesem Punkt, sind sich die beiden einig. Darüber hinaus hat der gemeinsame Austausch tatsächlich dazu geführt, dass beide ihre Ansichten künftig überdenken werden. Ich stehe dazu und ich weiß, dass es richtig ist, was ich mache. Bin aber offen für weitere Veränderungen in die richtige Richtung. Und hier sieht man wirklich, dass junge Leute am Werk sind, die sich um die Tiere kümmern und eine modernere Tierhaltung gestalten. Und da freue ich mich natürlich drüber.